Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier beim TCG Card Shop Simulator. Ich habe jetzt mich entschlossen, doch nochmal eine Aufnahme zu machen, weil ich mich mal ganz, ganz herzlich bedanken wollte bei euch für all euer Feedback und so weiter. Also Kommentare und... we're closed? Nee, wir haben open. Haben wir jetzt open? Ja, wir haben open. Also vielen lieben und herzlichen Dank dafür, für diese ganzen vielen Kommentare. Ich produziere meine Angezockt-Folgen immer vor, also 5 Parts mindestens mache ich immer voraus, einfach, dass ich selbst nicht gespoilert werde und dass ich dann quasi so das ein oder andere auch selbst rausfinde. Allerdings, eine Sache gab's, und zwar das mit dem Spray. Da habe ich blödi nicht gesehen, dass da auf der linken Seite die Taste R angegeben ist, um damit zu sprühen. Also man kann jetzt die Stinker natürlich auch besprühen. Das habe ich leider übersehen, als ich das erste Mal gemacht habe. Der nächste Hinweis war auch noch wegen dem Kassieren. Also ich muss hier nicht jedes einzeln anklicken, sondern ich kann die linke Maustaste halten und einfach hier drüber gehen und dann geht es nämlich auch. Das hier habe ich schon mal ausprobiert in, ich glaube, dem ersten Part oder sowas, wo ich dann irgendwie gesagt habe, es ist zwar schön, dass ich das mit Nummernpad auch machen kann, aber ich mache das mit der Maus, da bin ich irgendwie schneller und muss nicht, ja, ihr wisst schon. So, 7,75 bekommst du zurück. So, und deswegen wollte ich jetzt halt auch nochmal einen Part aufnehmen, einfach um auch auf die Updates einzugehen, die jetzt halt hier gekommen sind. Es gab nämlich ein Update. Das eine war auf jeden Fall wegen den Leuten, ja, das ist eigentlich das wichtigste Update, wegen den Leuten, dass die jetzt halt schneller einen Partner finden hier zum Kartenspielen. So, bitteschön, mach's gut. So, und bei den Karten habe ich mich jetzt halt auch dazu entschlossen, dass ich jetzt nicht mehr jede Karte hier reinnehme, die hier in meinem Buch doppelt und dreifach ist, sondern ich mache jetzt immer die Sortierung nach dem Preis. Dann habe ich die teuerste Karte im Grunde hier vorne. Moment, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Hallo? Karte legen, Album öffnen. So, genau, dann habe ich sie wieder drin. Und zwar, ich lege jetzt halt nur noch die hin, es ist jetzt halt nach dem Preis sortiert. Teure Karte, die ich doppelt habe. Also ich nehme jetzt zum Beispiel die hier. Die hat einen Kartenwert von $7,50. Jetzt habe ich natürlich das Buch aufgemacht. Oh, ich muss jetzt erst einmal wieder reinkommen. Sorry. Nein, wieder aufnehmen. Wie mache ich das Ding zu? R. So, jetzt. So, ich gehe jetzt nämlich nach den Preisen. Das heißt also, ich tue die Karte rein, die am teuersten doppelt ist. Dann mache ich halt mal so einen Preis von $7,50 zum Beispiel. Einfach ein bisschen höher wie der Marktpreis. Und dann ist es nämlich auch ein bisschen besser, was den Verdienst angeht. Ich habe da zwar noch einige Karten drin für nur 10 Cent, aber die lasse ich jetzt halt einfach drin. Wenn die dann weg sind, sind sie weg. Und ich möchte mit euch heute noch einiges an... Hallöchen. Ich möchte heute einiges noch mit euch an Kartenpäckchen aufmachen. So, billiges Pygmy-Plüschi. Ja, meine Pygmy-Plüschis. Da oben kommt dann nochmal eine Reihe hin. So, einmal eine Karte für 1,95, wunderbar. $3,50. So, und dann wollte ich natürlich auch noch ankündigen, und zwar am 25. September kommt dieses Spiel in den Early Access raus. Freue ich mich jetzt halt schon sehr und ich habe schon gemerkt, sehr viele von euch haben gesagt, bitte macht das als Let's Play. Das werde ich natürlich gerne machen. Also da... Gar kein Thema, das werden wir machen. Wir werden dann auch viele, viele Karten öffnen. Oh yes, oh yes, hallo. So viele neue Karten gleich, also 2. Jawohl, so mag ich das. Neue Karten heißt natürlich auch, dass wir die erst ein einziges Mal dann haben, ne? Also die werden nicht verkauft. Denn ich möchte ja auch irgendwann mal das Buch voll haben. Also das ist zumindest mein Ziel, dass ich dann sage, irgendwann habe ich dann mein Album. Und wenn ich das jetzt, Moment, machen wir die Sortierung nach Nummer. Dann habe ich dann irgendwann hier die 8 Karten von dem Schweinchen und die 8 Karten von dem hier, was auch immer. Es fehlen ja noch viele Karten, ne? Hier habe ich zum Beispiel auch schon 5 Karten. Warte mal, habe ich da welche doppelt? Ja, hier habe ich zum Beispiel die doppelt, ne? Und die verkaufe ich dann natürlich, aber ich kann das, ich muss mich daran gewöhnen.
Genau. So, und wie ist das jetzt mit dem Update? Ich dachte, ihr findet euch schneller, Partnersuche und sowas. Jetzt habe ich keinen einzigen Stinker da. Ich habe mir extra ein Spray hier vorbereitet. Man kann natürlich auch, das ist auch gut, ich kann natürlich auch ein Spray hier rausnehmen aus dem Regal und damit rumsprühen. Und ganz egal, wie leer das Ding ist, ich kann es einfach wieder zurückpacken. Und das wird dann trotzdem verkauft. Also das finde ich auch nicht schlecht. So hat dann der Kunde, der das Spray kauft, halt Pech. Der hat halt dann ein Spray, was nicht voll ist. Ich weiß nicht, ob das dann preislich angepasst wird. Müsste man mal sehen, ne? So, aber auf jeden Fall, das Spiel macht Spaß. Auf jeden Fall macht das Spiel Spaß. Jetzt könnten wir mal gucken, ob ich irgendwie. Kann ich da was ausbauen? Nee, nicht das da. Reno Big Spiele. Genau, den Spiele-Event. Da muss auch irgendwas passiert sein. Standard, 0 Markgebühr. Ach, das kommt wahrscheinlich dann sowieso erst mit dem, Early Access raus, denke ich mal. Ereignis bestätigen, machen wir einfach mal. Rekrutierung, wir können ja noch den, voll ins Gesicht, jawohl, so hört sich das. Aber ich bin noch unhandlich, was die Tastenkombinationen angeht. Da bin ich jetzt ein bisschen raus. $2 zurück. Da kommt der nächste Stinker. Dann habe ich den Fehler gemacht. Und zwar, ich habe die Tische hier ein bisschen umgestellt. Das Problem war nämlich, dass ich hier nicht durchlaufen konnte und bin dann auf den Tisch gesprungen. Und dann war ich zwischen Decke und Tisch gefangen und bin die ganze Zeit rauf und runter gehüpft. Ja, ne? bin die ganze Zeit rauf und runter gehüpft. Deswegen habe ich dann die Tische einfach mal ein bisschen auseinandergezogen, weil das war nicht schön. Ich kam da nämlich nicht mehr raus. So, hallo. Jawohl, so mag ich das. Irgendwer hat im Kommentar geschrieben, ich soll doch gleich 9 €, $9 machen für die Karten. Ich verlange viel zu wenig, aber. Wie gesagt, ich habe das mal ausprobiert mit dem Preis. Und wenn ich den Preis jetzt sehr viel höher mache, wie jetzt den, oh, Marktpreis 2,39, wenn ich den Marktpreis jetzt ja zu viel höher mache, dann werden fast keine Karten gekauft. Also, das ist ein bisschen schade. Einige von euch haben sogar schon die Würfel alle freigeschalten. Das werde ich aber alles machen dann im Early Access. Also, wenn ich dann das Let's Play starte, also ich werde ein Let's Player machen. Wenn ich das Let's Play starte, dann werde ich da natürlich ein bisschen mehr drauf schauen, aber Karten für 10 Cent, nein, werde ich nicht mehr machen. Weil das ist mir dann einfach ein wenig zu doof. Vor allem, du hast die Karten, gerade die billigen Karten, die bekommst du so viele. Da hättest du einen ganzen Tisch nur mit diesen Billigkarten voll. Und wenn dann jemand kommt und jetzt nicht unbedingt nur ein Schwein kauft, was ein bisschen mehr Geld bringt zum Glück, sondern nur eine 10-Cent-Karte, dann triggert mich das schon extrem. Ne? So, da passt es eigentlich mit $25. So, da fehlt zum Beispiel eine Karte, könnten wir mal hingucken. So, ich sortiere das Ganze wieder nach Preis. Wie gesagt, das ist, finde ich, am sinnvollsten. Dann kann man von vorne nach hinten einfach mal durchschauen. Die hätten wir jetzt zum Beispiel neu. 4,84 €. Da machen wir jetzt halt mal 5,20 oder machen wir 5,25. So. Finde ich gut vom Preis her. So, Entschuldigung, kam gerade ein Anruf rein. Es ist halt einfach so, dass ich immer parat stehen muss hier für Anrufe und so weiter. Jawohl, her damit. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ich habe viel gesabbelt. Und ja. Jetzt muss ich überlegen, was war jetzt? Genau, Tierchen wollten wir freischalten. Wow, ich muss eins davon nehmen. Ja, nehmt mal. Genau, also ich werde auf jeden Fall ein Let's Play machen. Da war ich. Und dann werde ich natürlich schauen, dass wir möglichst das Buch auch voll bekommen. Ich bin auch schon gespannt auf die ganzen weiteren Karten und so weiter, die es geben wird. 34, 50. Chuck. So, bitteschön, Dankeschön.
Was ist das für eine für 40 Cent? Hättest du ruhig eine nehmen können für 10 Cent. Dann hätte ich die weggehabt. So, wir machen mal ein paar Päckchen auf, würde ich sagen. Ich habe normalerweise... Ah nee, das sind die Großpackungen, ne? Warte mal, das sind die Würfel. Das sind, glaube ich, auch Würfel, ne? Ja. Ich würde die gerne hinstellen wollen. Kann man die auch irgendwie hinstellen? Aber ich glaube nicht. Man kann die ablegen. Ah, doch, mit Q. Mit Q kann ich sie ablegen, alles klar. War das schon immer mit Q? Weil ich schmeiß die nämlich immer. Das kann durchaus sein. Drei Sprays. Und alle drei für 13, wunderbar. Also eine für 13, meine ich. Kostet die tatsächlich nur 13? Ja, 10,40 ist der Marktpreis. Durchschnittliche Kosten 12, dann würde ich die unter Marktpreis verkaufen. Das ist ein bisschen... wenig jetzt. Stinkst du schon wieder? Du warst doch gerade vorhin erst da und hast mich voll gestänkert. So, rein damit. Ich denke, das ist am besten, wenn ich das hier so stehen lasse, weil ich glaube, wenn man das in die Hand nimmt... Nee, lass die Kiste mal stehen. Gegenstand nehmen. Nee, die kann ich nicht hinstellen. Ne? Das wäre halt schön, wenn ich da noch irgendwas hätte, wo ich dann die Dose quasi reintun kann. Weil ich finde es schon ein bisschen übel, ne, wenn du da eine Dose anfängst und die dann angelutscht, da wieder ins Regal reinstellst. Wow, ich muss eins davon nehmen, das ist doch schön. So, genau, nimm dir noch ein Plüschi, wunderbar, dass wir ein bisschen Geld zusammenbekommen. Moment, da muss ich erst einmal den Stinker bekämpfen. Direct in the face. Die Zuckerei, die sie haben, ne? Zuck, zuck. So. So. Null zurück. Schauen wir mal. Nächste Seite. Da haben wir eine. Und auch danke für das Feedback in Bezug auf Sammelkarten. Also das freut mich ja extrem, wenn ihr mir solche Sachen mit reinschreibt. Dass doch einige dabei sind, die entweder früher gesammelt haben, so wie ich, diese Fußball-Panini-Bilder, oder jetzt halt eben auch aktuell sammeln, finde ich ultra interessant. 17 Dollar und einen Cent. Das erste Mal, dass ich einen Cent rausgebe. Du bist mein Premiere-Kunde. Mit einem Cent Rückgabe. Irgendwo habe ich 99 Cent gemacht, glaube ich. Ich glaube, bei irgendeiner Karte oder so. Könnten wir eher mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen auffüllen. Aber eigentlich wollte ich noch mal gucken wegen neuen Karten. 3,37, dann machen wir 3,50. So, davon haben wir sogar drei Stück. Also, wir hatten drei Stück, jetzt hat noch zwei. Dann tun wir die nächste auch noch mit rein. Hier. Oh, da habe ich noch eine. Eine doppelte. 3,90 $. Da kommt wenigstens ein bisschen Geld rein, ne? Hier. 2,99 zum Beispiel. Was kostest denn du? 2,71. Na ja, komm, dann machen wir dann 3. Das ist ja ein Quatsch mit diesen 99 Cent. So, Dankeschön. 17,25 zurück. Ist das korrekt? Ja. Wunderbar. So, ich wurde darum gebeten, es im Part mal zu erwähnen, und zwar, dass es bei mir jetzt die Möglichkeit gibt, eine Mitgliedschaft auf dem Kanal. Ihr könnt mich dadurch supporten, würde mich riesig freuen. Mitgliedskanal ist natürlich noch ein bisschen im Aufbau, weil ich natürlich auch sehen möchte, wie kommt es bei euch an und was können wir da machen, dass es für euch auch wirklich interessant ist. Sollte ich jetzt halt einfach mal hier mittendrin ansprechen, weil wenn ich das am Ende mache, dann geht es ein bisschen unter. Ich möchte allerdings auch nicht am Anfang erwähnen, weil ich finde es persönlich immer ein bisschen aufdringlich, wenn ich da großartig Werbung mache für meinen eigenen Kanal und um Mitgliedschaft werbe. So, wir haben geclosed. Aber so habe ich es wenigstens jetzt einmal erwähnt. So, wir haben einmal geschlossen. Ich würde sagen, wir machen mal ein paar Päckchen auf und schauen mal, was da so dabei rumkommt.
Doppelte, wunderbar. Sehen tun wir das ja dann später, ne? Wenn wir ins Buch gucken, ob wir da eine teure Karte dann mit drin haben. Für $6.18 zum Beispiel die hier. Aber die ist jetzt die erste, also die werde ich noch nicht verkaufen. Ich möchte einfach mal schauen, ob ich da irgendwie mal das Glück habe, mit einer Karte, die ein bisschen mehr kostet als nur einen. Ah, $9.24. Die hat man aber gerade, ne? Diese Chiron. Okay, machen wir mal da. Mach auf. $3.21. So, und auch danke für den Hinweis in Bezug auf Preise. Also anscheinend ist es tatsächlich so, dass die Karten durchaus mal steigen und mal fallen vom Wert. Es ist halt unübersichtlich bei der Menge an Karten. Und wir haben jetzt noch nicht einmal alle Karten, die es gibt. Also es ist ja jetzt halt nur das erste Set, wenn man so mag. Die Tetramon-Karten. So. Aber ich will einfach jetzt mal ein paar Päckchen öffnen und gucken, ob ich vielleicht irgendwann das Glück habe, eine zu erwischen, die vielleicht über $100 kostet oder so. Oder einfach nur ein bisschen mehr kostet als nur $2 oder so. Oder 3. 20 werde ich auch schon glücklich. So. Nö, kein Glück. Ja, da hat man natürlich auch häufig mal den Griff ins Klo, das ist auch klar. Halt, warte mal. Wir müssen da ja auch auffüllen, ne? Ich kann ja nicht bloß selber rausfressen aus dem Karton, sondern auffüllen sollte man schon auch einmal. Im Let's Play werde ich mit Sicherheit mal den kompletten Karton einfach öffnen. Einfach wirklich alle Karten raus, die da so drin sind. Wenn man irgendwann das Geld hat, dann ist es ja auch kein Thema, ne? So. Und es scheint tatsächlich auch lukrativ zu sein für das ein oder andere Geschäft, habe ich schon von euch gelesen, dass es da durchaus auch Läden gibt, die tatsächlich halt querbeet alle möglichen Karten haben und da wirklich eine... Oh, $717. Der Nimbus mit der Nummer 983. Gleich ins Buch schauen. Ins Buch schauen. 983. Warte mal, ich bin mal gespannt. Achso, ich habe das ja jetzt gar nicht nach Ding, ne? Nach Wert müsste ich das eigentlich machen. Dann machen wir mal neu. Machen wir mal nach Preis. Und dann die erste Seite hier. Der hier. 717,50. Spieleffekt. Negiere im nächsten Zug 50% des Windelementschadens des Gegners und ziehe 1. Eine Karte wahrscheinlich, ne? Aber es ist eine allgemeine Karte. Was kostest du? $200. Mein Gut, die $200, die habe ich relativ früh gezogen, in dem angezockt. Aber wie gesagt, solange ich die nur ein einziges Mal habe, werde ich die nicht zum Verkauf anbieten, weil ich möchte dieses Buch voll machen. Und immer wenn ich sehe, hier ist eine Doppelte, ne, dann... Nee, lass sie drin, mach das Buch zu. Dann wird die verkauft. Und so bekomme ich das Buch voll im Laufe der Zeit und ich verdiene gutes Geld. Jawohl. Mit den teuren Karten. Also ich denke mal, dass ich so machen werde dann im Let's Play. So, machen wir mal unser Handy auf. Ich hätte noch mal gerne geguckt wegen Freischalten. Also hier, das da kommt ja alles erst in der Vollversion. Ich hoffe mal im Early Access schon. Early Access ist ja noch nicht Vollversion, aber vielleicht dann, dass hier zumindest noch zwei so rein oder vielleicht auch drei rein freigeschalten werden, das wäre super. Zubehör, Reinigungsmittel, also ich habe schon gemerkt, es bringt keinen Vorteil, wenn ich jetzt halt, die Großpackungen kaufe. Im Grunde bringt es nur den Vorteil, dass ich halt dann mit einer Bestellung gleich mehr habe. Das ist im Grunde der einzige Vorteil, aber preislich gibt es keinen Vorteil.
Insofern denke ich, am Anfang muss ich noch nicht sehr viel machen. Das da ist interessant. Mal eine Deckbox, eine neue. Die hätte ich gerne, aber da brauchen wir Level 11, ne? Naja gut, das kommt dann. Machen wir doch einmal hier Deckbox gelb. Schalten wir mal frei oder schalten wir mal alle Deckboxen, die Doppeltlizenzen hier. Die schalten wir mal frei. Die schalten wir frei. Die rote schalten wir frei. Die Würfel ist jetzt die Frage. Irgendwer hat alle Würfel schon freigeschalten. Machen wir doch dann nochmal die zwei Würfel noch. Dann gehen wir mal auf den Shop. Und jetzt trifft mich wahrscheinlich der Schlag. Weil wir haben jetzt noch 807 Dollar. 211 kostet die. Einzelpreis 13,23 Dollar. Würde ich sagen, dass wir das einfach mal bestellen, um zu sehen, wie da die Gewinnspanne ist. 144, dann haben wir jetzt 356. Dann haben wir 565. Und das ist auch recht teuer, ne? Kann ich die noch? 843, nee, können wir leider nicht. Dann tue ich die teure Box hier nochmal weg. Kaufen wir mal die hier. Allerdings bräuchten wir Zubehör. Nee, warte mal, Möbel. My Shop 150, ja, dann bestelle mal das da noch. Mach zu. Stellen wir mal das Regal auf und packen die Dinger mal. Oh, gehst du da noch her? Schade, warte mal, vielleicht so hinstellen erstmal. Dann schiebe ich dich mal ein bisschen rüber. So, das können wir ja bis an den Tisch ranschieben. Die Leute kommen ja trotzdem noch ran. Achso, ich muss nur einmal kurz anklicken. Dann schauen wir mal, wie weit wir das hier rüberstellen können. Ungefähr bis da. So, und dann können wir nämlich hier die Boxen mal draufpacken. Passt genau für einen Boden. Ups. Die Maus ist ein wenig anders eingestellt wie bei anderen Spielen. Die ist recht schnell. So. Ich finde es immer so angenehm, wenn man in Spielen so eine Pausezeit drin hat. Also wenn Ladenschluss ist, dass dann eben die Zeit nicht weiterläuft. Oder bevor man den Laden öffnet, dass dann da die Zeiten stoppen im Grunde. Das finde ich toll. So, durchschnittliche Kosten sind 13, Marktpreis 18,36. Ich denke, dass man 18,50 machen kann. 14,41. Ich denke, damit können wir 14,50 machen. Sehr viel Gewinn ist nicht drauf, ne? Das braucht schon eine Zeit lang. 19,98, das ist auf jeden Fall, naja, auch nicht sehr viel mehr. Okay, 6,77. So. Dann drücken Sie Eingabetaste und schauen wir mal, wie der Tag gelaufen ist. Also das mit der Spielstunde, auch danke für den Hinweis. Die Spielstunde ist das, was die Leute hier am Spiel sitzen, also am Tisch sitzen und zocken. Ich habe mich nämlich echt schon gefragt, was das aussagt hier mit den 17 Stunden. Aber im Grunde ist es ja logisch, ne? Wenn man ein bisschen überlegen kann, wenn man ein bisschen heller Kopf ist, nicht so wie ich, dann kommt man da natürlich drauf. Mitarbeiter haben wir noch nicht, Miete, Rechnung haben wir noch nicht. Wir haben minus 768 Profit, ist aber auch klar, weil wir recht viel bestellt haben. 68 unzufriedene Kunden, keine Ahnung warum unzufrieden. Es steht halt nichts weiter mit dabei, das könnte jetzt mit den Preisen zu tun haben. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es mit den Preisen zu tun hat, weil wenn sich ja die Karten hier von den Preisen her ändern, da sieht man mal, ne? Wie soll man das bitte überblicken? Wenn ich die Karte jetzt halt hier drin habe, wie soll ich das überblicken, dass die jetzt gerade teurer wird? Hier mit den 10 Cent ist okay, aber ich müsste dann im Grunde jede Karte mir entweder angucken oder wir müssten hier schauen im TCG-Preis-Übersicht, Karten, aber ich kann hier nicht sortieren, ne?
Das ist ein bisschen problematisch. Wenn ich das hier sortieren könnte nach den Veränderungen, dass ich sage, okay, zeigen wir mal bitte, welche Karten sich verändert haben vom Preis her, dann wäre das interessant, ne? 5, 2, 8, kann ich das? Oder wenn ich dann zumindest sagen könnte, ich kann hier den Preis anpassen, ne, dass ich dann eben sehe, jetzt ja gerade 5,18, dieses Pygmy Gold. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier draußen irgendwo habe. Das ist nämlich noch dann das nächste. Wenn man ja mehr Tische hat. Da habe ich eine Pygmy, aber das ist nicht die Gold, sondern die Silber. 2,63, da passt es eigentlich noch. Habe ich hier eine Pygmy Gold? Nee, doch. Nee, das ist keine goldene, das ist eine Rainbow. 4,50. Hinter sowas muss man halt dann noch steigen, ne? Die Pygmy Rainbow, die ist zum Beispiel jetzt geblieben. Die da kostet zum Beispiel schon 19,62. 947. Ich meine, im Grunde finde ich so schon mal nicht schlecht, dass man nicht die Karten nach der Nummerierung hat. Also ich habe jetzt halt hier dann die Karten hier nach der Nummerierung und dann kann ich ja auch im Buch schauen, ob ich die habe oder ein bisschen Verknüpfung wäre da nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ein bisschen Verknüpfung wäre nicht schlecht. Also wenn ich sage, okay, ich habe die Karte ja in der Auslage liegen, dass ich dann hier drauf gehe und dann hier vielleicht den Preis auch ändern kann. Das wäre gut. Jetzt ist ja noch nicht viel, ne? Jetzt kann man das Ganze ja noch sehen, also jetzt kann man das Ganze ja noch überblicken. Aber 24,93, 25,00, also da hat sich nichts geändert. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Aber auf jeden Fall, ich freue mich auf dieses volle Spiel. Und ich hoffe, ihr euch auch. Sollte ich jetzt doch noch was vergessen haben, gerne reinschreiben in die Kommentare, weil das wird jetzt definitiv der letzte Part sein vor dem 25. September, bevor das volle Game rauskommt. Ich kann auch nicht versprechen, dass ich es mit dem Release dann gleich anfange, das Spiel. Kommt drauf an, weil ich habe jetzt locker an die 15 bis 20 Games neu mit hinzubekommen und da muss ich natürlich auch mal gucken, dass ich da meine angezockt aufnehme. Insofern steinigt mich nicht, wenn ich nicht am 25. September anfange. Aber gut, das ist aus meiner heutigen Sicht ja noch über einen Monat. Dann geht es schon. Alles klar. Ansonsten bedanke ich mich jetzt schon mal für ein Like, für Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Auch dran denken, es gibt die Möglichkeit der Mitgliedschaft. Und würde mich super freuen, wenn ihr da mitmacht und mich unterstützt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.